E-Commerce in Deutschland wächst. Immer mehr Bestellungen führen zu immer mehr Paketen. Das ist für Hermes erfreulich. Der Laden brummt. Und Hermes hat viel dafür getan, dieses Wachstum zu stemmen. So wurden zum Beispiel neue Logistikcenter gebaut, die mit modernster Technik hochautomatisiert arbeiten. Aber wie sieht es in der Zustellung zu den Kunden der letzten Meile aus? Hier wird noch sehr manuell gearbeitet, was viel wertvolle Zeit kostet. Aber muss das so sein? Können wir nicht auch in der Zustellung von Digitalisierung profitieren? Schließlich machen wir kaum etwas so oft wie Pakete zuzustellen, Tendenz steigend. Ein spannender Bereich also. Genau daran, wie sich die Zustellung für die Kunden, die Zusteller und Hermes digital verbessern lässt, haben wir im Digilab gearbeitet. Und die Ergebnisse sind beeindruckend. Aber eins nach dem anderen. Begonnen hat alles damit, dass wir in enger Zusammenarbeit mit Zustellern vor Ort eine digitale Plattform für die Zustellung entwickelt haben, die ihnen Aufgaben automatisiert, vereinfacht und unterstützt. Die Zusteller nutzen diese über eine App auf ihrem Handscanner. Um zu zeigen, was mit dieser Plattform möglich ist, haben wir unter anderem an einer Zustellbasis in Berlin getestet. Dort haben wir alle Zusteller der Zustellbasis von heute auf morgen mit der neuen digitalen Unterstützung ausgestattet. Sie plant die gesamte Tour für die Zusteller vor und nutzt dazu zum Beispiel die digitale Tourenplanung. Die Navigation führt die Zusteller dabei an die richtige Adresse und ein Luftbild zeigt dem Zusteller den Weg zur Haustür der Kunden. Die dafür notwendigen Geokoordinaten lernt die Plattform übrigens selbstständig während der Zustellung. Auch die Usability der App ist hoch optimiert, sodass keine wertvolle Zeit verloren geht und weniger Fehler passieren. Dabei ist viel wertvolles Feedback der Zusteller eingeflossen. Die Zusteller stellten im Test dank der digitalen Unterstützung im Schnitt knapp ein Paket mehr pro Stunde zu, ohne dass deren Belastung dabei stieg. Auch wenn der Kunde mal nicht zu Hause ist, wird der Zusteller unterstützt, sodass das Paket dorthin gelangt, wo der Kunde es sich wünscht. Dank der digitalen Plattform ist immer klar, was der Zusteller gemacht hat und wo genau das Paket zugestellt wurde. Und auch die Kunden sind an die Plattform angebunden und bekommen wichtige Informationen so direkt auf ihr Smartphone. Und das kommt gut an. So gab es im Test merklich weniger Servicebeanstandungen von Kunden. Und selbst wenn es doch einmal Fragen gibt, weiß der Customer Service dank der digitalen Plattform direkt Bescheid. Eine echte Win-Win-Win-Situation. Und das Beste ist, es ist noch sehr viel mehr möglich.